Neues Trading Setup im Bitcoin. Wir können jetzt wieder shorten. In diesem Video geht es um eine Analyse der beliebtesten Kryptowährung Bitcoin. Mein Name ist André von Trading.de und ich zeige dir heute meine Trading-Ideen, wie wir auf den fallenden Bitcoin wetten können, traden können. Darum geht es heute. Wir sehen hier den Bitcoin im Tageschart und wir haben hier ja schon ein sehr, sehr, sehr weite Rallye nach unten mitgenommen. Ich gehe davon aus, dass der Bitcoin jetzt weiterhin fallen würde. Die nächsten Ziele sind die 15.000, die 10.000. Aktuell notieren wir an der 20.000 herum. Die 20.000 sorgte in den letzten Tagen ein bisschen für Support. Wir können das hier auch direkt sehen. Ich werde mal jetzt hier reinzoomen für euch, damit ihr das besser erkennt. Und ja, wir hatten hier einen Rutsch von der 25.000 wieder auf die 20.000. Das ging relativ fix innerhalb ein paar Tagen. Und so sieht die aktuelle Bewegung aus. Das ist hier der Tageschart. Ich nutze hier den Tageschart. Das heißt, eine Kerze geht einen Tag lang. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier den nächsten Rutsch bekommen könnten. Ich habe hier auch schon eine kleine Position eröffnet. Eine ziemlich kleine mit einem Bitcoin. Wir sehen hier, der Stop ist hier oben drüber. Also nicht ein großes Risiko. Dennoch eine super Trading-Idee. Und ich werde dir jetzt einmal erläutern, wie wir den Bitcoin traden. Und ja, welche Setups es genau dazu gibt. Kurze Info noch in eigener Sache, unsere neue Webseite trading.de ist jetzt gelauncht. Link dazu findest du auch unten in der Beschreibung. Wir ändern jetzt hier gerade auch den Kanalnamen bei trading.de. Da kannst du von uns gecoacht werden. Du kannst dir hier ein Coaching buchen für einen günstigen Preis. Ihr seht das hier auf der Seite. Wir zeigen euch da Trading-Strategien, wir zeigen euch Analysen, wir zeigen euch ja ein Regelwerk, wie man ja erfolgreich tradet. Und das könnt ihr euch einmal hier kurz anschauen auf der Seite, wie gesagt, Link unten in der Beschreibung, unverbindlich. Und ja, das nun als kleine Info dazu. Weiter geht's mit dem Bitcoin. Schauen wir uns das jetzt hier einmal an. Und was wir hier erkennen, sind diese typischen Flags. Der Bitcoin bewegt sich hier aktuell in Flaggen. Und ja, eine Flagge, was ist eine Flagge? Das ist jetzt hier sozusagen eine umgekehrte Flagge, ja, die nach unten geht. Bullisch würde das so aussehen, ja. Aber wir haben das Ganze jetzt natürlich umgekehrt, weil wir hier in einem Abwärtstrend sind. Und hier sehen wir eine Flagge, eine sehr, sehr große Flagge. Hier sehen wir eine kleinere Flagge, Breakout daraus. Und jetzt sehen wir wieder eine Flagge, die sich hier gebildet hat. Ich gehe davon aus, dass wir hier dann den Rutsch daraus weiterhin sehen werden. Und wir können jetzt natürlich einsteigen bis nach unten. Und das erkennen wir auch sehr, sehr gut im kleineren Timeframe. Wenn wir jetzt hier mal reinzoomen, sehen wir hier schön, wie der Bitcoin nach oben gegangen ist, konnte aber diesen Trend nicht halten, hier die mit der roten Linie. Ich habe es euch markiert, hat es auch in der Telegram-Gruppe geschrieben, mehrmals Bitcoin Short Watchlist. Wie gesagt, Link zur Telegram-Gruppe findet ihr auch unten in der Beschreibung. Checkt das auf jeden Fall aus. Und was wir jetzt hier sehen ist, dass der Bitcoin sich auch wieder in Flaggen verhält, und zwar in der kleineren Bewegung. Wir gehen jetzt mal hier in den Stundenchart rein. Hier, wie gesagt, ist mein Live-Trade, werde ich euch gleich noch erörtern, warum ich da reingegangen bin mit einer kleinen Position. Könnte sich auch gut entwickeln. Wir sehen das hier deutlich. Wir sehen hier diese schönen Konsolidierung, Bruch daraus, erneute Konsolidierung, ja, etwas längere Bruch daraus. Und jetzt haben wir jetzt aktuell wieder eine Konsolidierung, so wie es ausschaut. Wir haben hier unten sogar einen doppelten Boden. Wir sehen das hier, 1, 2, erkennt jeder, ist ein starker Support eigentlich, doppelter Boden, dennoch ist der langfristige Trend nach unten, deswegen ja, gehe ich davon aus, dass dieser doppelte Boden hier nicht halten wird. Zudem wurde dieses Hoch hier, wir sehen das hier, ihr erkennt es, das Hoch, ich kann auch nochmal reinzoomen, dann erkennt ihr das besser. Wir haben hier unten den doppelten Boden, er supportet zwar gegen den Trend, hier war das letzte Hoch. Doppelter Boden wird nach oben gepusht, aber er kann das Hoch nicht rausnehmen. Zudem, das zeigt mir, dass diese Bewegung hier gerade ziemlich schwach ist und deswegen shorte ich hier auch mit einer kleinen Position. Wir haben hier eben die Resistance. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Struktur der ganzen Bewegung anschauen, ja, dann erkennen wir, dass hier sich wahrscheinlich wieder eine ähnliche Flag wie hier bildet. Man kann dann hier weiter nach unten traden. Das Ganze erkennen wir im kleinen sowie im großen Bild. Ich habe das euch ja eben schon mal gezeigt. Schalten wir wieder in den Tageschart um. Hier, jetzt, kann es wirklich durchaus sein, dass wir mit Karacho nach unten brechen, weil wir sehen diese Bewegung
aus diesen Flags heraus. Ich markiere sie euch nochmal, diese Flags waren sehr, sehr stark. Und jetzt müsste eigentlich das Momentum auch wieder hin ankommen und wir brechen zu den nächsten Zielen aus. Natürlich, der ganze Kryptomarkt hängt auch zusammen mit dem S&P 500, den Aktienmärkten, den Dollarmärkten. Schauen wir mal hier kurz den S&P 500 an. Das ist der Kandidat hier und das ist jetzt hier gerade der größte Aktienindex der Welt. Und wir sehen hier auch, dass dieser sich in einem kurzfristigen Abwärtstrend eben bewegt. Und sobald der S&P 500 weiterhin fällt, ist Bitcoin auch ziemlich negativ dran. Das haben wir hier erkannt an diesem Sturz. Da ging der S&P 500 sehr, sehr stark nach unten. Ja, und der Bitcoin hat ebenfalls reagiert. Also diese beiden Märkte, Aktienmarkt und Bitcoin, ja, es konsolidiert so ein bisschen miteinander. Natürlich nicht 100%, aber man kann sich das so vorstellen. Wenn der Aktienmarkt short geht, ja, also dann liquidieren die Leute ihre Aktien. Sie transferieren ihr Geld in den US-Dollar um, ebenfalls liquidieren sie Bitcoin und es geht in den US-Dollar und deswegen sehen wir hier fallende Kurse. Das nur nochmal zu den Zusammenhängen hier erklärt. Und ja, hier aktuell das kurzfristige Setup ist da. Wir sehen hier den Rutsch daraus. Es ist eine wirklich spekulative Position, weil der Bitcoin könnte durchaus auch ein Pullback hier hoch machen. Momentan sieht es aber nicht danach aus und es sieht so danach aus, dass dieses Hoch hier als Resistance hält. Wir kennen das hier. Und ich plane, dass der Bitcoin eben weiter runterfällt. Sollte dieses Hoch hier tatsächlich nicht halten, kann es sein, dass der Bitcoin tatsächlich wieder hier hoch schießt. Und wo ich dann wieder Shorts suchen würde, entweder hier in diesem Bereich, hier in dieser Zone, würde aber links nicht meine erste Wahl sein. Meine erste Wahl wäre dann hier ungefähr, wenn er zu diesem Kanal kommt. Ja, und das kann dann auch gut als Resistance wirken, wenn er wieder in diesen Kanal rein will, dass er abgewiesen wird und dann runter geht. Ansonsten ist gerade das Setup hier klar, denke ich, dass er jetzt auch hier diese Tiefs in Angriff nehmen wird. Und ja, mal gucken, was heute passiert. Die Märkte haben jetzt hier gerade geöffnet, 15:30 Uhr. Eventuell kommt viel Momentum rein und dann könnte es auch im Bitcoin sehr, sehr interessant werden. Zusammengefasst heißt das immer noch Bitcoin Short. Ich hatte es auch, wie gesagt, in der Telegram-Gruppe mehrmals erwähnt, Bitcoin Short. Die Setups sind da, klar. Hier waren die Setups bei der 25.000, hier Short zu gehen. Dann waren hier in der Konsolidierung Setups im kleineren Timeframe Short zu gehen. Und eventuell haben wir jetzt hier wieder Setups Short zu gehen. Also das läuft eigentlich ziemlich gut. Und ja, das liegt in eurer Hand. Tradet ihr es oder tradet ihr nicht? Das nicht, nutzt ein gutes Risikomanagement. Und ja, man könnte das ganze Ding natürlich auch langfristig shorten. Ja, dass man hier jetzt reingeht, Stop-Loss hier oben drüber setzt. Irgendwo hier bei der 27.000 hin, 25.000 Stop-Loss hinsetzt und es langfristig shortet, geht natürlich auch. Auf jeden Fall wird der Trend sich meiner Meinung nach fortsetzen. Und ja, das ist eine wirklich super gute Sache, um jetzt hier noch gerade Profite zu machen. Das kleine Update zum Bitcoin. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren.